Hallo? Wir haben heute ganz, ganz wichtige Sachen vor. Wie ihr seht, ich bin gerade auf dem Sprung. Wir gehen jetzt nämlich ganz spontan, weil ich von meinen alten Kollegen und von meinen Freunden eingeladen wurde, auf die Lesung von Elena oder Elena Armas. Die hat The Spanish Love Deception und The American Roommate Experiment geschrieben. Ich glaube, es ist auch eine englische Lesung tatsächlich. Ich wollte da eigentlich nicht hingehen, weil ich den ersten Teil ja abgebrochen habe und den nicht so gut fand. Aber sie stellt halt den zweiten Teil vor und ich meine, wann hat man schon mal die Gelegenheit, so eine Autorin nochmal in Deutschland zu sehen? Ich glaube, es ist auch ihr einziger Deutschland-Auftritt tatsächlich momentan. Deswegen gehen wir da jetzt hin. Dann kaufen wir für Michelle die American Roommate Experience, lassen uns das dann von der Autorin signieren, helfen ein bisschen bei der Veranstaltung aus. Ich kenne mich selber. Also auch wenn ich da als Gast bin, ich werde auf jeden Fall mitarbeiten und ja, Karten und so kontrollieren. So bin ich einfach. Ja, aber dann werde ich mir das anhören. Dann werde ich meinen Wicker Creed umtauschen für das Signierte. Dann werde ich Michelles Wicker Creed mitbringen, auch ebenfalls signiert. Und dann wollte ich mir noch die Ravenhall Academy angucken. Aber das ist auch alles, weil wir nämlich dann am Samstag mit Michelle Bücher shoppen gehen und wir da dann wirklich mal gucken, ob wir noch irgendwas Spannendes finden, auch wenn wir nichts gelesen haben. Aber ja, an sich. Ja, fertig. Braucht noch ein bisschen Gloss und los geht's. Da sind wir wieder. Das Wetter ist richtig, richtig scheiße, muss ich zugeben. Ich habe eigentlich wenig Lust, jetzt im Regen loszufahren, aber ja, gucken einfach mal. Plan für heute ist Starbucks-Kaffee auf jeden Fall erstmal. Dann brauche ich ganz dringend neue Haarfarbe, weil ich werde hier überall schon wieder grau, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ja, und dann mal gucken, was für Bücher ich so finde. Ich war gestern noch bei meinem Thalia und habe da ein paar Bücher gesehen, die ich ganz interessant fand. Aber Michelle hat gesagt, ich darf nur gucken und nichts kaufen. Und ja, gucken wir mal, ob wir was finden. Ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit.
die Harry Runde. gekauft, die Evelyn gelesen und kaufe mir jetzt die 17. Buch diesen Monat. Nachdem ich gerade gefühlt mein halbes Gehalt beim Shopping ausgegeben habe. Was ist das hier in meinem... Oh mein Gott. Ah, die Karte. Okay. Also ich wollte eigentlich heute mit Michelle nur ein bisschen einkaufen gehen und gar nicht so viel kaufen. Ist dann doch ein bisschen mehr geworden. Ja, als ich gehofft habe oder gedacht habe. Ich muss aber auch dazu sagen, schon mal, dass ich einen 70 € Thalia-Gutschein hatte. Und die Bücher also praktisch alle gratis waren, weil ich hatte einen Gutschein. Okay, ich denke, wir fangen mit den Büchern an, weil dafür seid ihr hier. Und wer danach noch Lust hat, kann ja noch weiter zugucken und sieht dann das andere Zeug, was ich gekauft habe. Erstmal wollte ich sagen, ich habe jetzt endlich meine signierte Ausgabe von Wicker Creed abgeholt. Was ist denn die Signatur? Ja, ist jetzt auch nicht so viel, ist jetzt hier nur so ein bisschen, aber trotzdem ganz süß. Und eine signierte Ausgabe zu haben, ist immer schön. Dann habe ich super süß von meiner Freundin Franzi Geburtstag noch ein Buch bekommen und zwar Witch Guide to Fake Dating a Demon. So sieht dieses Buch aus. Ich glaube, es ist so ein richtig comfy Fantasy-Geschichte. Das ist hier gerade sowieso eher in, also so comfy Fantasy und nicht mehr so viel, ja, dieses große Schlachten, alle sterben irgendwie. Es kommt darauf an, dass man überlebt oder nicht, sondern halt eher so diese comfy Romance-Sachen. Ich hoffe, das geht so ein bisschen in die Richtung von X-Hex von der Erin Sterling, was ich zuletzt gelesen habe. Und ja, sie meinte, sie hat es gesehen, musste an mich denken. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, worum es hier geht. Ich lasse das jetzt einfach mal hier hinten drüber zu lesen, was es ist, was ein riesenlanger Text. Ich glaube halt nur, das ist eine Hexe, die einen Dämon daten soll oder möchte. Oder vielleicht auch nicht. Und ja, ich habe mich sehr über das Buch gefreut, weil ich mir das tatsächlich auch schon mal kaufen wollte. Dann ist ein Buch eingezogen, was, glaube ich, auch erst gestern oder vorgestern rausgekommen ist. Was mich aber allein vom Cover schon mega angesprochen hat. Ich habe einen Text oder was sehen, was hinten drauf schon ganz cool fand. Und zwar Ghost Lover von Lisa Taddeo. So sieht es aus. Ich finde das Cover einfach erstmal wunder, wunder, wunderschön. Das spricht mich so an. Und hierum geht's. Was wäre, wenn eine App namens Ghost Lover es übernehme, um end uns endlich die Dates zu verschaffen, die wir verdienen? Als Amy für die Erfindung dieser App einen Preis verliehen werden soll, denkt sie zurück an die Männer, die sie in ihrem Leben geprägt und verletzt haben und fragt sich, welche Strafe gerecht ist im ungerechten Spiel der Liebe. In dieser und 8 weiteren Stories zeichnet sich die wortgewaltige und glaubwürdigste Chronistin unserer Be unseres Begehrens ein Psychogramm der Sehnsucht und Ängste, die wir uns selbst am wenigsten eingestehen, anziehend und verstörend wahr. Ich finde, das klingt richtig cool. Das sind, glaube ich, 8 Kurzgeschichten. Und ich weiß nicht, ob es in diesen 8 Kurzgeschichten immer um Erfahrungen mit der App geht oder ob es halt nur in der ersten Story dann um Amy geht und wie sie die App halt dann praktisch ja gemacht hat. Das ist aber auch ein Thema, was ich total interessant finde. Cover finde ich super cool. Habe letztens schon mal erwähnt, dass ich super gerne auch in Prosa lese. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und ja, es ist einfach wunderschön. Das nächste Buch steht, glaube ich, so ziemlich für das, was ich jetzt auch schon bei dem anderen Buch gesagt habe, was ich momentan gerne lese. Und zwar von Sarah Lotz, Ist es Liebe? Nein, es ist unmöglich, aus dem Rowohlt Verlag. Ich lese gerade einfach super gerne so comfy Romcoms in die Richtung, also romantische Komödien, weil ich einfach gerade so ein bisschen zu viel von sehr viel Drama habe. Und ja, so krassen Fantasy-Geschichten, also schon auch gerne, aber eigentlich mehr so comfy momentan. Unmöglich, sagt der Verstand, mach's, flüstert das Herz. Eine fehlgeschlagene E-Mail führt zwei Fremde zusammen.
Die ist Schneiderin und arbeitet an Hochzeitskleidern zu neuen und arbeitet Hochzeitskleider zu neuen Kreationen um. Nick ist Krimi-Autor, eigentlich, und Ghostwriter, um die Miete zu zahlen. Zwischen den beiden entsteht schon nach wenigen Zeilen eine Verbindung. Ihre Mails werden rasch immer persönlicher. Schnell wird klar, die beiden wollen, müssen einander sehen. Nick setzt sich in den Zug, um Bee in London zu treffen. Bee macht sich auf den Weg zum Bahnhof. Und was dann passiert, ist so unvorhersehbar wie unmöglich. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach Gut gegen Nordwind. Ich hoffe aber, dass das hier ein bisschen frischer ist und nichts so mit dem Thema Fremdgehen oder so zu tun hat und dass das einfach nur zwei Leute sind, die sich über E-Mail kennenlernen, sich treffen und sich verlieben und dass es ein Happy End gibt. Ich finde, es klingt süß. Und ja, das Buch habe ich mir gestern schon angeguckt, fand es eigentlich ganz cool und deswegen habe ich es dann heute mitgenommen und ich hoffe sehr, dass es mir gefällt. Was eingezogen, wo ich eine Zeit lang mit mir gehapert habe und was ich mir tatsächlich auch schon öfters angeguckt habe und jetzt sagt, okay, du hast einen Gutschein, dann kannst du es jetzt auch einfach kaufen, weil dann tut es nicht so weh. Und zwar das Book Journal von Lux. Ich habe früher immer mal wieder versucht, ein Book Journal selber zu machen, aber mir ist das einfach von der Gestaltung her zu viel. Deswegen dachte ich, eins, was halt ja so vorgefertigte Seiten hat, wäre vielleicht ganz cool. Und ich finde tatsächlich auch die Aufmachung, finde ich ganz gut gemacht. Also ich habe bei Amazon mal eins gesehen, was ich richtig, richtig toll fand. Hier kann man so einen Reading-Tracker machen. Also was ich richtig, richtig, richtig toll fand. Und so sehen dann die einzelnen Seiten aus, wenn man was ausfüllen möchte. Und das Buch hat aber irgendwie, weil das importiert werden musste, hat das irgendwie, keine Ahnung, 22, 24, 25 € gekostet. Und das war mir dann einfach zu viel. Das hier hat jetzt 15 gekostet. Und dafür finde ich es halt echt süß aufgemacht. Also man hat halt immer noch so ein Moodboard. Und dann kann man hier hinten noch das alles nochmal einzeln eintragen. Und ja, ich finde, für 15 € ist das auf jeden Fall ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher hier reinpassen. Ich glaube, 250 oder so, meinte Michelle eben, als sie angeguckt hat. Und ja, ich finde, es sieht sehr, sehr süß aus. Und ich muss dann nachher mal alle meine gelesenen Bücher nachtragen und dann die Moodboards gestalten. Aber ich glaube, wenn ich so ein Book Journal vor Ort habe, dann ist es einfacher, wenn auch alles vorgestaltet ist. Weil eigentlich track ich ja über Goodreads, aber ich glaube, es ist auch nochmal ein anderes Feeling, das dann wirklich so einzutragen. Und das nächste Buch war auch wieder so ein kleiner Überraschungskauf, weil das eigentlich gar nicht so hoch auf meiner Liste stand. Ich habe mir das mal angeguckt und dachte, klingt cool, aber unsicher. Und dann haben Michelle und ich nochmal drüber gelesen und jetzt haben wir es halt einfach beide gekauft, weil wir beide fanden, dass es so, so cool klang. Und zwar der Knochensplitterpalast von Andrea Stuart, die Tochter. So sieht es aus. Das ist, glaube ich, eine richtig heavy Fantasy-Geschichte, die so ein bisschen in die Richtung von Throne of Glass, glaube ich, auch geht. Die Tochter des Kaisers und Erbin des Phönixreiches. Ihr tyrannischer Vater jedoch versklavt seine Untertanen und erschafft schreckliche Monster. Mithilfe der geheimnisvollen Knochensplittermagie. Doch die Gabe, diese zu wirken, hat Lynn durch eine Krankheit verloren und seitdem versucht ihr Vater, sie als Thronfolgerin zu entmachten. Gefangen in einem Palast voller Geheimnissen und verschlossener Türen will Lynn heimlich die Knochensplittermagie wiedererlernen, um ihren grausamen Vater und seine entsetzlichen Kreationen zu stoppen. Doch als die Revolution die Tore ihres Palastes erreicht, muss Lynn entscheiden, ob die ihr Geburtsrecht einfordert oder ihr Volk rettet. Ich fand, das klingt richtig gut. Wie gesagt, eigentlich lese ich gerade lieber eher cozy, aber ich fand, das klang nach so einer guten Heldin auch wieder und nach so viel Spaß. Und ja, ich habe dann auch gesehen hinten, dass die anderen Teile halt auch richtig, richtig schön einfach aussehen. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass das Buch dann bald gelesen wird. Ich habe da richtig, richtig Lust, glaub, muss ich zugeben. Also vielleicht muss ich mal gucken, dass wenn ich mit anderen beiden Büchern, die ich gerade lese und höre, fertig bin, ob ich dann vielleicht sofort mit dem hier anfange, damit die Lust dann auch noch da ist. Aber ja, klingt sehr gut, typischer Fantasy-Titel und ich hoffe, dass es auch sehr gut und spannend geschrieben ist. Das letzte Buch, was eingezogen ist, geht dann wieder so eher ein bisschen in die Richtung von Büchern, ja, die ich in letzter Zeit sehr oft lese, und zwar so dieses cozy oder lustige oder halt auch diese, ich würde mal sagen, Frauenliteratur in Anführungszeichen, und zwar Sieben Männer später von Lucy Wine. Sieben Ex-Freunde, sieben vertane Chancen. Wer war der Richtige? Esther hat einen tollen Freundeskreis, einen interessanten Job, aber kurz vor ihrem 30. Geburtstag gerät sie in eine tiefe Krise. Denn jedes Date ist ein Reinfall, bis sie glaubt, in einer alten Frauenzeitschrift die Antwort gefunden zu haben. Jede Frau führt im Leben sieben Arten von Beziehungen und nur eine davon ist die große Liebe. Esther ist schockiert. Sie hat jede dieser Beziehungen gehabt und ihre Chance scheinbar verpasst. Entschlossen, die eine einzigartige Liebe zu finden, will sie alle Ex-Freunde aufspüren und herausfinden, wer von ihnen der Richtige ist. Ich finde, das klingt so witzig. Ich stelle mir halt eine Frau vor, die dann abends zu Hause sitzt und Wein trinkt und dann ja irgendwie sehr unzufrieden auch mit sich ist und ja nicht so wirklich weiß, was sie machen soll. Und dann hat dann so alle ihre Ex-Freunde irgendwie nochmal kontaktiert. Also ich weiß
würde das niemals machen. Aber ja, ich finde, es klingt sehr spannend. Ich hoffe, es ist auch so ein bisschen witziger. Und ich hoffe, dass es im Endeffekt auch dazu führt, dass sie merkt, dass die einzige Liebe, die sie im Leben braucht, sie selber ist und all sowas, wisst ihr. Aber ich finde, es klingt süß. Und deswegen, ja, ist es eingezogen. Das waren die Bücher, die jetzt nochmal eingezogen sind. Erneut im April. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich diesen Monat neu bekommen habe. Aber ja, jetzt kommen wir noch zu Kleinzeug. Und zwar habe ich aber bei meinem Thalia diese süßen Funko Pops von Demon Slayer gefunden. Einmal Inosuke und einmal Nezuko. Und ja, ich finde die super süß. Vor allen Dingen, eigentlich bin ich gar nicht so der Funko Pop-Fan. Habe ich eben erst mit Michelle noch drüber gesprochen, weil ich immer fand, dass die Figuren relativ ähnlich aussehen. Ich finde aber, wenn das so diese Anime-Figuren sind, dann sind die super toll ausgearbeitet. Und ja, finde ich richtig cute. Die beiden sind eingezogen. Dann waren wir noch bei Manga Mafia. Und da habe ich tatsächlich dann jetzt noch einen Gojo gekauft. Den muss ich aber noch auspacken und noch einen Platz für ihn finden. Und damit ich halt natürlich auch alle von Demon Slayer habe, muss ich die jetzt sammeln. Einen Tanjiro. Jetzt fehlt mir nur noch Mr. Blonde Boy und dann habe ich alle. Und Gojo ist halt mein Lieblings-Jujutsu Kaisen-Charakter, deswegen musste da auch einziehen. Weil ich auch sonst anscheinend einfach zu viel Geld habe, waren wir dann noch bei Uniqlo, wie auch immer die heißen, weil da die Attack on Titan-Kollektion rausgekommen ist. Und da mussten wir jetzt natürlich auch noch Attack on Titan-T-Shirts kaufen. Ich habe mich einmal für dieses hier entschieden. Da ist dann vorne die Survey Corps drauf und hinten sehen wir halt Aaron, bevor er komplett ausgerastet ist. Und dann eigentlich mein Lieblingsmotiv, muss ich zugeben. Ich muss das gerade noch falten, damit ihr auch das Motiv anständig sehen könnt. Einen Moment. Und zwar mein Boy Levi, wie er am Lesen ist. Und zwar Bücher. Ich glaube, das ist alles, was ich im Leben will. Und zwar einmal Levi und halt, dass er Bücher liest. Natürlich, wenn wir da sind, dann müssen wir halt auch gleich irgendwie alles mitnehmen, was geht. Und deswegen ist dann auch noch ein weiteres Spy Family T-Shirt eingezogen. Ich liebe Spy Family. Wenn ihr Animes und Mangas mögt und ihr habt Spy Family noch nicht geguckt, ihr verpasst was. Es ist so toll und ist so witzig. Und da musste ich noch meiner Kindheit tatsächlich frönen. Und muss ich mal gucken, ob man das Muster jetzt überhaupt erkennen kann. Ich guck mal, dass die Detektiv Conan T-Shirts haben. Also Detektiv Conan war meine gesamte Kindheit. Shinichi war mein erster Anime-Crush so. Das T-Shirt, was ich eigentlich wollte, wo man halt Conan drauf sieht, das hatten die nicht mehr. Das finde ich aber auch ganz süß. Das ist auch eine Farbe, die ich noch nicht so viel habe. Und ja. Morgen gehe ich dann noch ins Kino. Da gucke ich mir dann Suzume an. Das ist der neue Film von dem ja, Macher von Your Name und Weathering with You. Das sind zwei meiner Lieblings-Anime-Filme. Deswegen gehe ich dann noch dahin. Und ich glaube, Montag ist dann tatsächlich nur lesen und mein Book Journal ausfüllen. Aber ja, morgen nehme ich euch noch mit ins Kino. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, bis zum nächsten Video. Bye!